Hi, herzlich willkommen bei Fakisi und mein allererstes Let's Play für, ja, vom PC aus, sagen wir so, also ein PC-Spiel. Ja, der erste machen wir Amnesia. Amnesia The Dark Descent habe ich dazu mal schon mal angekündigt gehabt. Nur das Problem war, Amnesia gibt es nur für den PC und da ich mit dem PC zurzeit nicht das streame, müssen wir es halt mit einem Let's Play, aber egal, sage ich mal. Ich habe ja schon so mal gezockt von den Machern. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Tut mir leid. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich habe heute bei diesem Video ein, zwei Änderungen. Und zwar einen Hintergrund. Ja, ich bin nicht da, wo ich eigentlich bin. Ja, es hat einfach einen Grund. Ich bin zu Hause. Und es ist ab und zu praktisch. Da kann ich, sagen wir mal so, meine Let's Plays auch ein bisschen mitnehmen. Hier hin. Ja, ich check ganz kurz ab, ob alles funktioniert, ob ihr mich gut genug seht. Ja, finde ich schon. Ja, dann zweite Änderung ist heute leider, ihr werdet es ein bisschen an der Kamera merken, die Kamera, ich habe eine andere Kamera, ich habe nicht die Kamera vom Laptop heute zu benutzen, weil ich die andere leider vergessen habe. Aber darüber kann man ein bisschen wechseln, deswegen, keine Ahnung, die beleuchtet mich ein bisschen besser oder keine Ahnung. Ja, ich habe ein bisschen schon angezockt, aber ich glaube die ersten 2 Minuten mehr nicht, nur zum Schauen ein bisschen, ob alles funktioniert, so wie ich es will. Und ja, ich zocke mit Controller, da ich, wie gesagt, eigentlich keine PC-Spielerin bin. So, neues Kapitel, rein mit uns. Soll ja eines der besten Gruselspiele sein, was man mir immer gesagt hat und so, deswegen bin ich ja jetzt mal gespannt, ob jemand anlügt oder nicht. So, dann haben wir die Zeit. Und wie sie mit der Geschichte, also die Soma-Geschichte war ja sehr, sehr brillant. Ich bin ja gespannt, ob sie, wie gesagt, ach, noch den zweiten Teil, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bin heute ein bisschen nervös. Aber den zweiten Teil, wie gesagt, werde ich nicht ans Let's Playen oder generell irgendwas sehr schlecht sein, was ich so gehört habe. Deswegen versuche ich das gar nicht mal, wenn ich schon so Kritik höre. Jo. Es ladet noch. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ein Siegel? Jo, könnte ein Siegel sein. Es ladet relativ lang. Jupp. Also so wird es aber zurzeit immer sein mit dem Hintergrund ab und zu. Also werde immer ein bisschen switchen mit dem Hintergrund. Ich muss immer so schauen, wo ich bin und wo ich mehr Zeit habe, wo ich weniger Zeit habe. Ist immer so alles so ein Hin und Her bei mir immer. Aber es ist für mich praktischer, wenn ich jetzt auch mal sagen kann, wenn ich frei habe, dann fahre ich meistens immer nach Hause. Und wenn ich echt sagen kann, ich kann auch hier mal was machen. Ja, was ist los? Ich bin kein Böse, wenn jemand weiter drückt schon. Also, weiter mal. Okay, beim ersten Durchgang hat das nicht so lange geladen. Ich habe es jetzt schon zweimal probiert. Bist du noch da? Ja. Es ist da. Oder? Hat das Spiel gerade einen Wackler? Nein, jetzt. Don't forget. Oh, jetzt fängt's an. Something must be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Okay, wie heißt dann? Daniel? Daniel? Kommen wir aus Mayfair? Keine Ahnung, was das, wo das ist. Und sind jetzt in einem Schloss, in einem heruntergekommenen Schloss. Wie man das schön sieht. Oh, ich konnte jetzt irgendwie sliden. Okay, ja, wir sind angekommen. Schon mal sehr interessant. Ein Mentor wurde zu ihrem Journal hinzugefügt.
Okay, folgen Sie der Spur. Also, das sind Aufgaben. Okay. Oh je, ich muss ihn wieder lesen. So. Schön, schön, schön. Sieht auch richtig schön aus. Springen kann ich auch. Ducken. Hier mache ich die Notizen. Kann ich rennen? Rennen wie es Arsch kann ich gar nicht. Okay. Ich weiß nur von einem Spiel, dass da so Monster sind. Die was alle für extrem gruselig halten, ich sie eher nicht. Und ja. Okay, was ist da? Okay, doch nicht mehr. Da ist eine große Tür. Okay, das ist eine Aktionstaste. Gut zu wissen, da oben. Wie gesagt, bis hier habe ich nicht mal gespielt. Oh. Okay. Halten Sie RB gedrückt um. Also ich muss. Ah, okay, ich muss in diese jeweilige Richtung ziehen. Okay, was ist denn das da? Zünderbüchse, okay. Könnten wir vielleicht gebrauchen. Was ist denn hier drin? Besen. Und wieder so eine Zünderbüchse. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mit der Maus spielen, aber es ging nicht. Ich gehe natürlich nicht da, wo die Tür aufgeht. Nein, ich schau mal rein. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas ist. Okay, ich gehe mal rein. Also ich wollte mit der Maus zocken, aber die ist zu empfindlich. Jedes Mal, wenn ich die berühre, dann geht der ganze Bildschirm so durcheinander. Und ja, das habe ich halt probiert mal ohne und mit Controller. Ah. Ja, das ist Soma-like. Also ich weiß, das war das erste Spiel und danach kam Soma, aber ich vergleiche es mit Soma, weil ich Soma zuerst gespielt habe. So, nochmal zu. Ich mag das auch immer in real life. Ich lasse immer alles offen. Wenn ich was aufmache, mache ich immer alles offen. Alle beschweren sich darüber. Okay, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, zuzutun. Ich höre da irgend schon was. Da ist schon irgendwann was. Das rennt auch irgendwie rum. Und irgendwie wird der Gang enger. Okay. Na, auf alle Fälle ist hier irgendwas. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was siehst du denn? Hm. Okay. Ja, typische paranormale Aktivität, wenn der Treuleuchter wackelt. Ist das Blut oder sind das von den Viechern da Blut? Warum habe ich das Gefühl, dass ich mich da verstecken muss? Nur so mal. Da ist nichts. Oh, das ist dunkel. Ja, das heißt ja Dark Descent, oder? Die Zündbüchsen, die brauche ich sicher für was. Ich denke jetzt mal, ich höre hier irgendwas. Irgendwas schleicht hier rum, das merke ich schon mal. Schon wieder ist eine sehr markante Tür offen. Aber hier folgen die Fußspuren runter. Ich glaube, ich muss diesen Fußspuren folgen. Das ist diese Flüssigkeit, was der meinte. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich öffne die mal so. Ah, was liegt denn hier? Ein Hemdchen. So. Hm. Oh. Also ich kann diese Licht anzünden. Und ich wollte gerade sagen, oh, wie schön hell es hier doch ist. Wo sind denn diese Lichter da? Also dafür sind die Zündbüchsen. Okay. Achtung, wenn du dunkler bist, wird sich die geistige Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in die Umgebung mit den Zündkerzen an. Suche Lichterquellen. Okay. Also, ich habe cool, wenn es irgendwo so eine Leiste wäre, wo wir das irgendwo lesen könnten. So ein Warnhinweis, wie viel wir schon geschockt sind oder so. So.
so, oder? Ist nichts. Irgendwie mag ich nicht rein. Ein Geschmack von Rosen lag in dem Mund. Türkischer Honig, dachte er genau, wieder beim Konsul zu Konstantinopel. Oh, schöne Flaggen. Oh. Okay. Da war irgendwo eine schöne Fackel. Wow. Das Game ist sehr dunkel. Also mal bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, bei euch ist es ein bisschen heller immer. Da habe ich auch eine Fackel. So. Hier staubt irgendwas. Könnte man auch mal wegmachen hier. Hier war auch noch eine Fackel. Gut. Was liegt denn hier am Boden? Was kann ich denn aufnehmen? Ein Buch. Okay. Okay, Sprung gehen hier weiter, wir gehen aber trotzdem hier runter. Weil ich mich auf irgendeinen Grund hier unten sicherer fühle. Ich weiß auch nicht warum. Aber aus irgendeinem Grund. Okay, doch nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, ich liebe ja so, ich liebe eigentlich Horrorspiele, aber jedes Mal, wenn ich wieder eins zocke, dann geht mir schon immer mal grummelt's beim Herzchen. Wie soll man sagen, mein Herz schlägt dann halt. Schon mal. Okay, das Monster muss hier sein. Okay, man merkt das Spiel seine Elte an, weil hier lag das nichts und dann wehten hier unsichtbar Zettel. Aber ich weiß nicht, wie alt das Spiel ist. Wer das weiß, gerne in die Kommentare rein. Ich weiß es leider nicht. Irgendwas rennt gerade auf mich zu. Von links. Ah, ich habe eigentlich Licht. Was gut ist. Du hast die Lampe aufgenommen und sie mit Urgefühl kannst du sie mit Doppellicht auf entsprechende Symbol. Mhm. Ja, aber jetzt müssen wir runtergehen, wo es ganz dunkel ist. Hm? Ich könnte hier aber anzünden, oder? Oh, ich habe keine Ding mehr. Sind hier nicht welche? Nein, das war die Lampe. So. Es ist auch die Handanimation richtig süß irgendwie. Nur mal gesagt zu haben. Okay. Hallo? Is anybody here? Es geht eigentlich ohne Lampe. Das ist eine Notiz. Nö. Ein Öfchen. Ja, ein Ofen. Süß, wenn ich irgendwo mal eine Fackel hätte oder so. Okay, das Licht geht auch noch. Oder? Ach, warte, noch mal ein bisschen. Leuchten wir ein bisschen. Mach mal kurz. Lucky, Lucky. Und was ist denn das da? Keine Ahnung. Das ist ein Schalter, aber warte, ich gehe mal darüber. Bevor ich schon einen Schalter so betätige. 19. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. Oh. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Oh, mein faires Ich schreibe mir das. Das ist süß.
Ich habe Öl aufgenommen, super. Ein Federchen. Mit N kannst du, ja. Ich habe. Ja, ich könnte, aber nein. Okay, mein altes Ich schreibt mir. Oh. Ist es nicht ganz angenommen. Okay, nochmal. Ja, das war irgendwie klar. Eingangshalle. Die anderen Kinder treiben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen wird und er aufgefordert wird, es zu tun. Tue ich das wirklich? Dachte der kleine Junge, biss sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Hm. Kam der voll so wie die. Warte mal. Okay, geht. Ich möchte nicht so. Ah, ich kann laufen. Okay, ich dachte, ich hätte das alles ausprobiert. Okay. Mich verfolgt ein Schatten. Oh. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Boah, das ist echt hell auf einmal. Ich habe gerade ein Memo bekommen. Ein organischer Gewebeblock direkt den Weg zur Raffinerie. Kann es zurück? Ich brauche ein Werkzeug, hat er gesagt. Okay. Ich brauche ein Werkzeug, am besten eine Axt oder so. Cool, ich dachte nicht, dass ich hier Waffen kriege. So oben war ich noch nicht. Ich gehe jetzt mal. Oh! Oh, ich muss natürlich direkt in Not sein. Ich habe das Gefühl, runter. Natürlich runter in den Keller. Okay, ich brauche hier auch mal einen Schlüssel. Ach so. Aha. Also ich kann eigentlich, mein Gottes Willen, überall hingehen. Labor. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er das erste Tritt seines Bauches spürte. Hassel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Okay. Da hat sich gerade was bewegt, also... Scheiße, ich brauche so Zünddinger. Dann könnte ich das immer anzünden. Dann brauche ich nicht mehr Lampe. Was ist denn das da? Da bewegt sich was. Ich habe da gerade was gesehen. Ich habe mir die scheiß Lampe an. Ich habe doch wohl mitgenommen, nicht? Ich habe doch gedrückt gehalten. Oder Doppelklick. Ich habe keine Lampe mehr. Das finde ich aber auch gut, dass sie das nirgendwo anzeigen. Und dass die Lampe wenigstens blinkt oder irgendein Zeichen gibt, dass so langsam kein Öl mehr drin ist. Habe ich da gerade gesprochen oder hat jemand anders gesprochen? Hallo? Ich hab da jemanden gehört. There should be more Kubrak. Let me see. And one part Aquafortis. Da hat doch jemand geschrien. Achso, das lest er jetzt nicht. Okay, dann muss ich wieder lesen. Das Fehlen eines Schornsteins zum Abflug der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerte Inredizenz ausgewirkt. Einige schienen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu treten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in mein Keller zu lagern. Okay. Ich habe das natürlich nicht ganz gelesen, oder?
Das war sie, oder? Ach so, okay, das ist jetzt schon. Keine Zündkerzen mehr übrig, ich weiß. Ich brauche die aber sicher. Ah, noch eine Notiz. Ah, was ist das denn? Aufgabe Chemietopf. Okay, nochmal. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fürchte, dass ich was am Ziel bin. Zinkkerzen und Optimierung müssen hinzugefügt werden und Koprit binden sie gut. Dieses Mal werden sie Königswasser anstellen, wenn Scheidewasser verwendet und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung gibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grad säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Ah, oh, Säure. Originales Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Und mir sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann sich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Da habe ich jemanden gehört. Da ist gerade jemand gegangen. Ich werde da so paranoia. Ich sehe die ganze Zeit so einen Schatten. Ich werde jetzt schon paranoia. Hallo? Wow, das Spiel ist echt matschig. Achso. Wenn ich nicht so sicher bin, ist das so. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich beschwere mich nicht. Sie ist alt und die Fans mögen es. Da mag ich es auch. Ich habe irgendwann mal Angst, wenn ich mal eine Tür öffne, dass auf einmal da steht. Wenn man nach Canterbury fiel, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um ein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Jetzt ist nur meine Frage. Soll ich ein bisschen umschauen? Also, bei mir kommt es vor, dass es so wie... Hallo. Das ist so wie, ja, so wie bei vielen Spielen, wenn du so rein, wenn du so eigentlich dann überall entscheiden darfst, wo will ich hin? Ich schaue mich jetzt da schnell um, Leute. Ich bin so eine, ich will immer alles entdecken gleich. Leerlöchchen, wo komme ich hin? Ja, von da bin ich doch gekommen, oder? Ja, von da bin ich gekommen. Also da bin ich runtergesprungen. Ich hätte auch einen normalen Weg gehen können. Ja, da kann ich nicht durch, da packe ich auf alle Fälle eine Axt. Und was war da geradeaus? Da bin ich auch schon durchgekommen. Nee. Da war ich ganz am Anfang, oder? Also die Tür da. Die ist auch so Gewebe. Ja, aber mir gehen zuerst die andere da. Ich juck gerade die Nase. Entschuldigung. Warte mal, da sind gerade so Käfer. Oh, wer denkt denn an mich oder wer schimpft mich? So. Ups. Achso, schau, da kann ich so hin und her schauen. Cool. Ja, wir haben dann diese Lösung hier. Ja, ich habe doch diese Substanz da, oder? Da diese... Achso, schau, ich habe da... Aha. Ja, ich habe ja... Körperlicher Zustand, alles gut. Der Kopf drin und die Hände zittern. Okay. Ja. Eine Probe ist... Ich habe, glaube ich, drücke mich gerade. Eine Probe ist nicht nötig. Okay, ich merke, das Spiel wird ein bisschen rätselhafter. Hm? War das so mal? Ja, so mal war das auch schon ein bisschen. Ich schaue mal, ob ich daran das machen kann. Da, schon wieder falsch. Eigentlich das da, was habe ich hier? Ein Topf, der Mixturen aller Art enthält.
Ja, das wäre doch das. Fehlt mir irgendwas? Rückelt die ganze? Eine Probe ist nicht... Ja, ich will ja nicht probieren. Ich soll jetzt einfach das drauf lernen. Aber wer will das nicht? Hm? Ich bin schon überfordert, Leute. Eines ersten Rätsel. Da, ich drück dann. Eine Probe ist nicht nötig. Oder muss ich nur so? Nein, irgendwas fehlt mir noch. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Jetzt habe ich ja mein Lämpchen. Vielleicht finde ich jetzt mehr. Da war zu. Nein, hier muss ich rein. Ich stoße dich hinter ihn zu. Was ist denn? Sind das Gedichte oder sind denn das eigentlich? Was über den alten Schneider am Berkeleyplatz. So. Jetzt passt auf. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu den Laborchen. Wartet mal. Nein, ich muss in diese Richtung. Ich habe mir gedacht, ich habe einen anderen Weg gefunden. So, jetzt passt auf. Schaut mal da. Was ist mit denen hier? Kann ich nur so nehmen. Mach mal einen Stuhl weg. Vielleicht ist er jetzt hier irgendwas in die Notizen hier drin. Was machen wir hier wohl aus? Oh nein. Was ist denn das? Zündspüle, perfekt. Was ist denn das? Okay, was ist das? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich dich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke und nach einem gemeinsamen Leben strebe, kann ich, weiß ich, dass ich besser bin als alle anderen. Ich weine um sie. Sie sterben nach grenzenloser Macht, wo mich nur Gerechtigkeit in sich aufzulehnen. Okay, vielleicht musste ich das jetzt finden. Boah, das dachte ich gerade. Schon Monster oder so. Ich habe schon gerade so extreme Hallos. So. Was ist denn eigentlich da? Kann ich hier irgendwas machen? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht wie Mist aus. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal rauf. Ruf, 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 ruf. Dop, 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 dop. Dup, so, Eingangshalle. Zurück. Ja, das haben wir schon gelesen. Ich glaube, das sind so... Ja, so... So schreckliche Sachen passiert oder so. Wie soll ich das jetzt sagen? So. Was ist denn eigentlich das? Die schauen auch so aus, als müsste man die irgendwie gebrauchen. So, nochmal. Uff. Was soll ich sonst mit dem Topf machen? Das ist doch so ein Ding, hat er gesagt. Noch bei Werkzeug. Ich kann weder per Hand noch bei Werkzeug. Ja, ich habe auch kein Werkzeug. Ich habe hier so einen Chemikalientopf. In den Chemikalientopf sind alle Sachen. Alles ekelhafte Sachen drin. Es hat auch ekelhaft aus, das Herz und so. Hm. Muss ich unten anzünden? Irgendwas muss noch in diesem Labor sein. Es kann nicht sein, dass das alles war. Was hat das mit den Dingen jetzt auf sich? Kann ich das nochmal nehmen? Ich bin schon mit den ersten Rätseln überfordert. Das gibt's doch nicht. Kann ich da gut runter. Boah, jetzt bin ich erschrocken. Warum mache ich jetzt eigentlich nicht hier? Das ist schon wieder so ein. Kann ich ein Ding hier lesen? So, was ist denn das hier eigentlich? Ja. Ist nur so ein Erinnerungsstück. Ja, siehst du das?
Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas vergesse. Irgendwas habe ich hier verpasst. Was ist das? Ist auch nichts. Hier die Chemikalien mischen. Was ist, wenn ich pass auf, wenn ich jetzt schon wieder? Okay. Vier verschiedene Chemikalien erforderlich. Für eine. Ene. Ja, das Töpfchen habe ich jetzt hingestellt. Da haben wir wieder Chemikalien. Ich habe Pflichten, nehme ich Chemikalien. Wie verschiedene Chemikalien? Ich dachte, der Topf hat da schon alles drin oder so. Ich dachte mir nicht, dass das so wird, das Spiel. Also ich dachte mir, wie kommst du her? Gruselst du es nur? Aber ich finde es irgendwie interessant. Mag ich mehr, als wenn ich einfach nur alles so hingeschmissen kriege. Ah. Was ist das? Zündspülen? Hier. Sind hier irgendwo Chemikalien versteckt? Ah, was ist denn diese Kiste? Ich finde hier eine Zündspule. So. Aber ich könnte ja eigentlich das hier verwenden, oder? Aber sind so am Boden so Flaschen, die gefallen mir besser. Was wird jetzt? Jetzt warte mal, wohin führt denn der Schlauch da? Hier. Das muss ich irgendwo einen Sinn haben. Das hinführt. Man hört hier Geräusche. Ich habe noch Öl. Das ist mein Lastöl. Könnte ja aber hier, weil ich gerade beim Untersuchen bin und ich was habe. Ist mir so. Sind hier irgendwann mal Chemikalien oder so, dass ich irgendwie verwenden kann. Ich kann ja nur so einen Saustuhl machen. Hä, hab ich jetzt nicht angezündet? Ja. Okay. Muss ich diese anzünden? Kann ich hier unten aufmachen? Nö. Geht das hier unten auf? Oh, da ist Wasser unten. Naja, liebe Leute, egal. Wir machen da nächstes Mal weiter. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Eine Runde am Ninja mit mir. Und wir machen da auf alle Fälle weiter, um das Rätsel zur Lösung näher zu kommen. Ich verabschiede mich, sage Dankeschön. Tschüss.